Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Wie ihr seht, sitzt da wohl höchstwahrscheinlich Sarah Schreck und wartet auf uns. Wir sehen Mario, wie er, naja, nicht gerade sehr fröhlich da in diesem Bild gefangen ist. Und wir sehen Luigi, der am ganzen Körper zittert und wackelt. Ich will das Ding jetzt hier nicht in die Länge ziehen, unnötig. Ich sage Intro ab und dann betreten wir diesen Raum und werden wohl einen Bosskampf erleben gegen Sarah Schreck. Viel Spaß. Hallo? Oh. Oh. Sieh mal einer an, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass du es schaffst. Ich hatte dich für einen Angsthasen gehalten, aber du steckst wirklich voller Überraschungen. Du hast mit deinem komischen Staubsauger mein Hotel geplündert und mir mein gesamtes Personal weggefangen. Als wäre das noch nicht genug, hast du mir auch noch meinen geliebten Schatz weggenommen, mein süßes Polterkätzchen. Das ist alles kein bisschen nach Plan gelaufen. Wow. Sexy. Wie konnte es dir nur gelingen, dich König Buhus Plan zu widersetzen? Wenn du brav zugelassen hättest, dass ich dich in mein Gemälde banne, hätte König Buhu mich mit Lob für meine Genialität überschüttet. Aber stattdessen habe ich wegen dir alles verloren. Was ein bisschen Schminke ausmacht, ne? Sollen wir dann zur Tat schreiten? Ich werde dich wohl selbst erledigen müssen. So werde ich König Buhus Vertrauen in mich sicherlich zurückgewinnen können. Bist du bereit, Luigi? Gib dir ein bisschen Mühe, diesen Kampf vergnüglich für mich zu gestalten. Right, also wir sehen auf jeden Fall, dass es was mit Luigi zu tun hat, weil rechts und links sind diese... Oh oh. Uiuiui. Das Ding hat mich noch gar nicht getroffen eben gerade, oder? Uiuiui. Ach so, alles klar. Jetzt habe ich verstanden. Wenn auch ein bisschen spät. Also das ganze Ding bewegt sich hier. Sind wir hier unten? Oh, 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 wir müssen uns bewegen. Okay, ich hab's kapiert, ich weiß, worum es geht. Ah, was ein Pech. So, schnell nach unten.
Nach unten. Bewegen. Wir müssen auch aufpassen auf die Laura. Ist da nicht der Schalter? Oh, ist das alles ein Beschiss hier. Komme ich da nicht irgendwo hoch? Verdammte Axt. Oh oh. Oh oh. Okay, wir haben auf jeden Fall den zweiten Schalter ausgekriegt. Aber ich weiß nicht. Ah, ist klar. Wir kriegen auch noch den dritten aus. Komm. Oh nein, es ist ein. So ein Schniepi-Schalter. Wir müssen wieder nach oben. Uiu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 i. Hier muss man ja verdammt schnell sein. So, es ist nur noch ein Schalter. Da habe ich noch nicht so ganz durchgeblickt. Ach, der Scheiße war da drauf, oder? Ich glaube, wir können da leider nicht so drauf scheißen, wie ich es mir gedacht habe. Könnte ja mal hier ein bisschen. Können wir die zweimal? Nee. Okay. Wie ich die ganze Zeit unten lassen sollen. So ein Quatsch, dass ich den immer weggemacht habe. Nein! Da war ich wieder viel zu langsam. Okay, wie komme ich da oben an diesen Schalter ran? Ach, da ist auch so eine. Na, ich bin ja ein. Naja, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Ja, komm, 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 komm. Gut, wir haben das Ding, haben wir kaputt gekriegt. Das bringt uns jetzt was? Was muss ich machen? Verdammte Axt. Ach hier, wir haben ja was zum Aktivieren. Oder? Ist da nicht auch was zum Aktivieren? Nö. Ne? Oder ist das. Ach, das ist andersherum. Nur das hier ist zum Aktivieren. So, wie kriege ich sie jetzt dazu? Wie kriege ich sie jetzt dazu, dass sie. Ist schon klar. So, vielleicht beim Ausholen. Komm mal her, hier, meine Kleine. Okay. Nicht verstanden. Nicht verstanden, was ich machen muss. Ärgerlich, ärgerlich. Okay, der erste Knochen ist weg. Vielleicht diesen Saug-Cheese-Bums-Ding, wenn sie mich angreift. So, hol's mal aus. Ich verstehe es nicht. Kann ich sie denn schon einsaugen? Scheiß Spiegel.
kriege ich denn den Spiegel weg? Na, vielleicht kriege ich ihn mit einem Ansaugen und der andere... Oder ich saug sie an. Komm mal her. Was der andere macht, funktioniert auch nicht. Wie kriege ich diese blöde Laura Schreck hier nieder? Kann ich in den Spiegel abschießen? Was, kann ich überhaupt irgendetwas machen mit dem Vieh? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Hier ist so ein Herz drin. Es muss doch eine Möglichkeit geben, diese verdammten... Oh, nee. Ehrlich jetzt? Okay. Also, ihr habt's gesehen. Oh, nee. Also, manchmal stelle ich mich echt mega glatt an. Das ist die gleiche Herangehensweise, wie es auch der Hai mit dem Haken hatte. Jetzt passiert das Ganze nochmal von vorne, ne? Dann gehen wir mal schon mal nach unten. Ich gehe stark von aus. Mann! Was ist da los? Oh, das war ja gemein. So, das war auch so klar. Okay. Mit Wasser, verdammt. Ist das gemein. Komm, schnell, 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 schnell. Luigi, beweg dich, beweg dich. Okay. So, das war ja schon mal erfolgreich. Das blöde Lämpchen da oben zu treffen ist so schwer. Okay. Komm mal zu. Vollkommen egal jetzt. Alter. Halten uns die nicht länger auf. Mit dir. Okay, also wie immer, wenn du das Prozedere ja verstanden hast, dann ist eigentlich alles gar kein Problem. Oh oh. Oh oh. Oh, 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 oh. Geht er jetzt in die andere Richtung? Ja, das war so klar. Okay. Ah. Es kommt Wasser, schnell. Ah, verdammt. Ich dachte, ich bin schnell genug. Komm her, komm, 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 das reicht mir. Ah.
Nein, die orangene Wand kommt nicht. Es bleibt stehen. Es bleibt stehen. Okay, da bestimmt sowieso gleich wieder alle vier aufgehen. Ist das jetzt relativ egal? Oh, 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 wir müssen rennen, 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 rennen. Gut gemacht, Herz nehmen. Wunderbar. Oh, falsche Richtung, verdammt. Auch gut gemacht. Okay, wir sind drinnen im Modus. Ah ne, nur alle drei. Ah, jetzt kommt gleich Wasser und dann sind wir weg. Ich hab nicht aufgepasst. Oh, oh. War klar, dass es schief geht. Ich hab die falschen, ich hab die falschen. Okay. Das sollte funktionieren. Oh, war das knapp vor dem Orangenen. Das muss es gewesen sein. Damn. Ah, wenn sie rein will in Sauger, dann wenigstens hübsch. Also, halbwegs. Okay, das war mal ein Bosskampf nach meinem Geschmack. Der war hart. Der war hart. Glatt angestellt am Anfang, gut beendet. Ein Knochen verloren, haben wir noch vier. Und wir befreien Mario. Oh yeah, yeah! Oh yeah! Huh? Oh. Come on, this way! This way? Huh? Huh? Let's go! Huh? Come on! Oh. Ha! Oh yeah! Ha-ha. Come on! Hm. Mario ist halt fürs Grobe Mario? Zuständig. Okay, es scheint ja so halbwegs klar zu sein, was jetzt passiert. Es fehlt ja noch Prinzessin Peach. Es fehlt noch König Boo. Und auch wenn der Part jetzt relativ kurz war, hoffe ich, dass er euch trotzdem gefallen hat. Ich gehe davon aus, dass hierhinter jetzt gleich der finale Part von Luigi's Mansion 3 beginnen wird. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Ihr seht jetzt hier auf der linken Seite den Abonnieren-Knopf. Drückt den, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Lasst einen Daumen nach oben da. Freue ich mich immer drüber. Haut in die Kommentare, was euch einfällt. Und auf der rechten Seite seht ihr zwei andere Videos. Herr Abbott bedankt sich fürs Zuschauen. Sagt Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten schaurigen Mal.